Im Schatten des Krieges in der Ukraine ist aktuell ein weiterer Konfliktherd wieder aufgeflammt. Die ewigen Rivalen Armenien und Aserbaidschan bekämpfen sich wieder, wobei sich beide Seiten gegenseitig die Schuld zuweisen. Armenien beschuldigt Aserbaidschan, grundlos Orte des eigenen Territoriums beschossen zu haben. Aserbaidschan rechtfertigte die erneuten Angriffe mit weitreichenden Provokationen Armeniens. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die beiden Länder Krieg führen. Ein erstmaliger Konflikt zwischen beiden Seiten brach bereits vor über 100 Jahren aus. Seit dem Ende der Sowjetunion wurde er dabei sogar noch schlimmer und erst vor 2 Jahren kam es wieder zu einer großen Auseinandersetzung zwischen beiden Staaten. Auch wenn damals ein bröckeliger Waffenstillstand ausgehandelt werden konnte, scheinen die Abgründe zwischen beiden Seiten zu tief für einen dauerhaften Frieden zu sein. Wir schauen uns deshalb an, warum sich beide Staaten so sehr hassen, wie sich der Konflikt zwischen beiden Staaten über die Jahrzehnte entwickelt hat und warum der Konflikt genau jetzt wieder aufflammt. Der Ursprung des Konflikts liegt in der Geografie beider Länder. Es geht dabei vor allem um das Gebiet Bergkarabach, welches zu großem Teil von Armenien bewohnt wird, welches sich aber weitgehend in aserbaidschanischem Territorium befindet. Bereits 1918, als beide Staaten erstmals unabhängig wurden, brach der erste Konflikt um die Region aus. Nach einer blutigen Auseinandersetzung kam es zu einem provisorischen Friedensvertrag, in dem das Gebiet Aserbaidschan zugesprochen wurde, allerdings sollten die Armenier dort weitgehende Autonomie erhalten. Später wurden dann beide Staaten Teil der Sowjetunion, wodurch der Konflikt auf Druck der Führung aus Moskau zunächst eingefroren wurde. Es bestanden aber weiterhin große Spannungen zwischen Armeniern und Aserbaidschanern. So war es auch kein Wunder, dass der Konflikt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder ausbrach. 1991 erklärte sich die Region Bergkarabach, in der ca. 150.000 Einwohner lebten, für unabhängig und strebte eine Vereinigung mit Armenien an. So brach ein Krieg um die Region aus, der ca. 30.000 Opfer forderte. Erst in einem Waffenstillstand 1994 erlangte Armenien dann die Kontrolle über einen Großteil des von der Republik Bergkarabach beanspruchten Gebiets sowie eine Pufferzone zu Aserbaidschan. Der Waffenstillstand war aber weiterhin brüchig und die Unabhängigkeit von Bergkarabach wurde auch international nicht anerkannt, weshalb auch anschließend wieder Kämpfe um die Region ausbrachen. Aserbaidschan besteht dabei bis heute auf die Rückgabe Bergkarabachs und Armenien auf die Unabhängigkeit der Region. Alle internationalen Vermittlungsversuche schlugen dabei fehl, weshalb der Konflikt einen erneuten Höhepunkt im Sommer 2020 erreichte. Dieses Mal konnte Aserbaidschan die Oberhand gewinnen und innerhalb von 6 Wochen einen Großteil von Bergkarabach zurückerobern. Das war aber besonders durch die starke militärische Unterstützung durch die Türkei möglich, die Aserbaidschan mit Drohnen und moderner militärischer Ausrüstung unterstützte. Es ist dabei wichtig zu verstehen, dass es sich in dem Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien ebenfalls um einen Stellvertreterkrieg zwischen der Türkei und Russland handelt, wodurch die Gesamtsituation nochmal weiter verschärft wird. Die Türkei gilt dabei besonders aufgrund der kulturellen Nähe schon immer als enger Verbündeter Aserbaidschans, wohingegen Russland als Schutzmacht Armeniens auftritt. 2020 wurde so unter Vermittlung Russlands ein Waffenstillstand zwischen beiden Ländern verhandelt, in dem ein Teil Bergkarabachs an Aserbaidschan abgetreten wurde, im Gegenzug aber 2000 russische Soldaten zur Überwachung des Waffenstillstands in der Region stationiert wurden. Doch es kam trotzdem in der Folge immer wieder zu Grenzkonflikten und beide Seiten sehen sich nicht wirklich an den Waffenstillstand gebunden. Es gab dabei im April 2022 nochmal Friedensgespräche unter Vermittlung der EU, jedoch protestierten daraufhin zahlreiche Menschen in Armenien, da sie zu große Zugeständnisse an Aserbaidschan fürchteten und ihrem Präsidenten den Ausverkauf Bergkarabachs vorwarfen. Im Gegenzug drängte Aserbaidschan aber auf die Untrennbarkeit der Region vom eigenen Territorium. Und so scheiterten letztendlich auch diese Friedensverhandlungen. Der Hass auf den jeweiligen Feind scheint sich dabei über Generationen so tief in das Verständnis der Armenier und Aserbaidschaner gebrannt zu haben, dass es unmöglich scheint, dass in naher Zukunft eine Seite der anderen Zugeständnisse machen wird. So brachen nun vor einigen Tagen wieder Kämpfe aus, wobei dieses Mal keine Ziele in Bergkarabach beschossen wurden, sondern Dörfer im direkten armenischen Kernland. Dadurch, dass Armeniens Schutzmacht Russland aktuell ja große Kapazitäten in der Ukraine aufreibt und die Lage dort ja zudem sehr schlecht aussieht, ist Aserbaidschan, welches weiterhin militärisch stark von der Türkei unterstützt wird, klar im Vorteil und scheint das Momentum zu nutzen. Dabei ist es aber sehr schwierig vorherzusagen, wie sich die Lage weiterhin entwickeln wird. Am Mittwochabend wurde zwar vorerst eine Feuerpause vereinbart, es ist aber wie immer in diesem Konflikt sehr fraglich, wie lange dieses Mal die Waffen ruhen werden. Und damit hoffe ich, dass ich euch das Thema ein bisschen näher bringen konnte. Ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, dass der Konflikt durch den Zusammenbruch der Sowjetunion neu entfacht wurde. Falls ihr euch jetzt fragt, warum die Sowjetunion damals überhaupt zusammengebrochen ist, könnt ihr euch gerne noch dieses Video anschauen, in dem wir uns die Gründe über das Ende der einstigen Weltmacht angeschaut haben. Also viel Spaß beim nächsten Video und ich sag ciao!